Und damit willkommen zurück zu einem sehr lauten Caesar 3. Die Leute sterben schon wieder. Ja, okay, das mit dem Laden hat schon mal nicht funktioniert. Ja, es ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das hier weitermachen möchte, wenn das hier so läuft. Ich könnte nochmal neu anfangen, aber das im Laude so dann wieder aufbauen, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder will ich das? Oder warte ich, dieses Blödsinn, das nicht schaffen? Ich versuche mal Folgendes. Die können doch, die kämpfen noch, oder? So. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht geht das ja. Jetzt muss ich hier nur noch eine Priorität drauflegen. Achso, das heißt, dass hier Arbeitslose sind, oder was? Dass die Leute brauchen. Jetzt muss ich nur noch eine Priorität machen. Dass die denn bitte gerne, kämpfen sollen. Regierung, Religion? Nein. Was ist denn das? Wasserversorgung? Nein. Präfekturen. Schwupp. Nummer 1. Fantastisch. Mal gucken, ob die jetzt Arbeitsleute kriegen hier. Vielleicht kriegen die das hin, dass sie dann da oben ein bisschen aufräumen. Ich meine, der rennt in die Gegend, ne? Von daher, ich habe die Hoffnung. Da fühlt sich jetzt. Ich habe die Hoffnung, dass sie da ein bisschen kämpfen. Das wäre mal schön. Wobei man sich halt denken müsste, müssen die Wölfe nicht irgendwann mal satt sein? Also ganz ehrlich. Müssen die nicht immer mal komplett gesättigt und voll sein? So viele Menschen, wie die da jetzt schon gerissen haben. Könnte man meinen, ne? Warum funktioniert der Brunnen manchmal nicht? Weil sie Arbeitslose haben? Ne, weil sie nicht genug Arbeit haben? Oder weswegen? Das ist wirklich so schlimm mit den Arbeitern. Bin mir da nicht so ganz sicher. Es kann sogar sein, dass die Brunnen deswegen nicht funktionieren, was einigermaßen sinnlos wäre. Na gut. Wasser. Ja, ich muss noch mal ein Reservoir hinwerfen. Ich habe jetzt so viel Aufwand, ne, für dieses bisschen an Wasser, was die überall haben wollen. Durchaus schlimm. Ach komm, ich hau das mal direkt hier oben hin. Das passt. Und ein Aquädukt. Komm mal bitte direkt. Ne? Daran. Das passt. Wunderbar. Schön. Da kämpfen sie. Gegen die Hundis. Ich hoffe erfolgreich. Na? Hundis? Sterben die? Hey! Erfolge! Erfolge! Hier unten sind immer noch 5. Verdammt. Ich hoffe, die schaffen das. Das ist total schön. Es kommen immerhin neue Leute nach. Tja, so viel dazu. Ich habe nicht mal hier genug Leute. Das ist ja schlimm. Ja, am einfachsten wäre es gewesen, das nochmal neu zu starten, glaube ich. Aber so finde ich es lustiger. So, es kommt wieder einer durch, hoa. Man sollte halt echt meinen, dass die Hunde irgendwann vollkommen platzen aus allen Nähten. Oder die fressen die einfach nicht. Dann sind die trotzdem alle unfassbar blutrünstig. Ey, Stimmung. Es sind nur noch 4. Ja, es sind immer noch 4. Naja, die kriegen das hin. Die kriegen das hin. Hoffe ich. Hier oben laufen jetzt auch noch welche rum. Das ist total schön. So, ich habe eure Tipps leider noch nicht gelesen unter den letzten Folgen. Das heißt, ich kann da noch nicht so ganz drauf eingehen. Aber es wird noch passieren. Von daher... Falls ihr da einige Sachen erklärt habt und Tipps gegeben habt, dann tut mir leid, dass ich die noch nicht gelesen habe. Ich nehme hier immer so ein kleines bisschen am Stück auf. Also ein kleines bisschen mehr. Deswegen kann es immer mal passieren, dass ich da einige Tipps von einigen Folgen vorher noch nicht gesehen habe. Oder nicht wirklich beachten kann. Keine Nahrung eingelagert, natürlich nicht. Warum auch? Die Götter sind tendenziell ein bisschen gestresst vielleicht. Weil sie noch keinen einzigen Tempel haben hier vielleicht. Das habe ich noch gar nicht. Guck mal das an. Ich habe nicht genug Arbeiter, ich weiß. Mars kriegt auch nochmal was hier. So, denn Mars macht mobil. So. Da noch ein wenig. Jetzt sollten alle erstmal glücklich sein, jetzt brauche ich auch keine wirklichen Feste abhalten. Da sind nur noch 2, oder? Hey, das kriegen die hin. Nee, da ist noch einer. Mist. Ich habe jetzt 5 Leute, die hier für mich kämpfen. Das kriegen die hin. Oh ja, sehr gut. Hier kommen sogar mehr durch. Die werden nicht alle weggesnackt. Ein Traum. Unterhaltung, Theater. Habe
hier echt noch kein Theater hier. So ein Theater. Ich brauche eh mehr Leute. Haben sie es geschafft? Einer ist er noch. Olé. Na? Hey, Stimmung. Die sind immer noch ärgerlich. Die haben jetzt einen Tempel, hallo? Gut, Tempel, die nicht funktionieren, aber hallo? So. Da wird gefestet. Ich mach das wieder zurück hier. Keine Priorität. Da kommen so viele Leute. Da sind immer noch welche. Mist. Mist. Wer, der kommt jetzt ständig Würfe nach. Sehr äußerst uncool. Aber es kommen jetzt so viele Leute nach. Endlich, endlich. Und Friedenswertung ist trotzdem bei 2. Also irgendwas passt da nicht so ganz. Ich würde das nicht als Frieden bezeichnen, was hier passiert. Das ist eher brutalste Abschlachtung. Von Mensch und Nachbar. Und das ist selten gut. Endlich. So. Da ist immer noch einer. Hier, komm, hau den mal bitte kaputt. Zum Problemgebiet. Angestachelt durch Maß haben einige Bürger sich dazu entschlossen, dem Ärger über eure über euch Luft zu machen, den sie so lange unterdrückt haben. Ja, wow, da oben. Ernsthaft? Kämpfen da die Präfekturtypen auch gegen an? Das ist natürlich doof. Ich habe jetzt halt keinerlei Kriegsmöglichkeiten hier. Und ich halt noch ein Fest ab, ne? Für den Typi. Das ist schlimm. Total schlimmer Kerl. Könnt ihr das mal bitte machen hier? Hallo? Nicht so. Die ganzen Präfektur-Heinis. Könnt ihr mal bitte hier irgendwie was Sinnvolles machen? Die ganzen Präfekturisten. Dann reiße ich immer wieder ein paar von ab. Wenn El Wopo denn mein Matsche ist. Ist der Hund Matsch? Da ist noch einer. Meine Herren. Okay, die kriegen das hin. Die schaffen das. Arbeitslosigkeit. Immer noch nicht vorhanden. Sehr gut. Jetzt hätte ernsthaft mit dem Militär anfangen. Oh, okay. Kann ich, glaube ich, noch nicht so ganz, oder? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Da sind noch mehr Hunde. Ach Gottchen. Krankheit suchen. Lisha-Time. Ja. Und ein Fest. Hey. Venus schickt eine schwarze Wolke der Verzweiflung über ihre Stadt, die Stimmung ihrer respektlosen Bürger drückt. Das ist doof da oben. Und da brennt alles. Es klappt super hier. Läuft alles genau nach Plan. Wow. Ich baue mal eine Mauer hier. Mauer. Kostet ja nur Geld. So. Damit der Hund draußen bleibt. So, so einfach kann das funktionieren. Ist tatsächlich nicht die schlechteste Idee, muss ich sagen. Warum laufen die oben rum? Oh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich baue nochmal eine Präfektur. So. Obwohl die denn nebeneinander sind, aber das passt schon. So ein Stress, ey. Man merkt, es ist nicht mehr die anfänglichste Mission. Es ist so ein Ticken fortgeschrittener, ja? Nicht so wirklich fortgeschritten, aber so ein bisschen halt. Und ich habe keine Ahnung, wie das auf lange Sicht insgesamt wird. So intensiv viel habe ich das Spiel damals anscheinend doch nicht gespielt. Ich hätte vermutet, dass ich hier so ein paar Missionen mehr geschafft hätte, aber ich weiß nicht, ob ich das hier damals gemacht habe. Angefangen vielleicht, aber geschafft weiß ich nicht, glaube ich nicht. Kann ich mir gerade mal irgendwie schlecht vorstellen. Und der eine ist mit drin und freut sich. Es gibt nicht genügend Unterhaltung. Ey, hier brennen die ganzen Häuser außen rum. Ich finde das unterhaltsam genug. Jetzt sollen wir ein bisschen aufpassen da. Ach ja, die Nachbarn brennen. Ach, die schreien so lustig. Das ist sehr unterhaltsam. Ja, naja. Ja. Ach komm, mach ich das? Ich mach das. Da brauchen sie dann noch entsprechende... eine. Achso, die brauchen überhaupt noch eine Künstlerkolonie, ne? Glaube ich. Ja, Krankheit. Ich weiß. Merkur ist auch grantig. So, fantastisch. Ich brauche irgendwie was zum Entgegenkränken. So ein Arzt vielleicht. So, ein Arzt. Passt. Wackelt, hat Luft. Reicht für alle. Und noch ein Krankenhaus. Und da zerfällt alles hier, oder was? Ah, das sind die Randalisten hier. Ernsthaft?
Kämpfen die bitte wenigstens. Wow, okay. Tsunami feindlichen Truppen, ich glaube, es geht los. Ich glaube, ich sollte nochmal neu anfangen, oder? Wobei, kriege ich das hin? Kriege ich das hin? Warte mal, kämpfen die? Sinnvoll? Wer stirbt denn da am ehesten? Okay, ich selber sterbe. Es sind nur noch zwei Leute hier. Oh, der eine ist tot. Ich lasse es mal. Okay, ich kriege das hin. Ah, ist ja fies. So sieht's aus. Die Friedenswertung dürfte jetzt vollkommen im Eimer sein. Wenn hier das tatsächlich auch mal schief geht. Das ist sehr interessant. Ich wollte das nur aus rein wissenschaftlichen Zwecken mal getestet haben. Wie das aussieht. Und es sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Das ist nur ein Kerl, ne? Das wissen die hoffentlich. Ich fange nochmal neu an. So. Das ist mir zu doof. Sorry dafür, aber das ist immer ein bisschen uncool. Ich hau den... Na, doch, das war schon mal gar nicht so schlecht. So wahnsinnig schlecht. So. Die Frage ist, sind hier Wölfe? Nein. Fantastisch. Die Frage ist, wo kamen die genau her? Kamen die von oben? Kann ich mich da bitte dann mit ein bisschen Krams gegen schützen? Machen wir das hier mal so. Und ein Brünnchen. Und meinetwegen auch Gärten direkt mal ran. Und ein Reservoir. Dann bitte. Noch ein Reservoir. Ach, ist weit weg von wegen. Mist. Mist. Kosten eigentlich Geld? Nee, ne? So. Schwupp. Nochmal was dazu und dran und drum und überhaupt. Ein Traum. So. Wie dilettantisch ich das hier mache, ne? Das ist toll. Reservoir. Im Prinzip könnte ich das einfach in die Mitte werfen hier. Das würde wahrscheinlich am ehesten funktionieren. Machen wir das. Sieht zwar furchtbar aus an der Stelle, aber hey. Ich befürchte, dass inzwischen auch ein leerer Platz entstanden ist. Oh, wie grazil. Ah, ein Traum. Ah, nee, es geht gerade mal so. Das geht, es geht. Wie schön, dass hier abgeschlossen ist. Und ich baue jetzt schon mal eine Mauer hier oben hin. Es wird gut. Ah, hübsch. Wunderhübsch. Das ist äußerst hübsch. So hübsch habe ich das selten gesehen. Ach komm, machen wir es so. Und Ingenieursposten, damit sie nichts komplett kaputt geht. Halt, stopp. So. Das ist ein Traum, durchaus. Das heißt, ich werde auch hier oben direkt ein paar Leute machen. Und die kriegen mal so einen... Kriegen den Zielbrunnen? Wir kriegen den Zielbrunnen. Wir kriegen erstmal den Zielbrunnen. Und ein Silöchen. Hey, Silöchen, was machen Sie da? So, und eine Farm. Weizen, 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 Weizen sollte mich mal ein bisschen rätseln. So. So ein Markt auch nochmal. Ich mache das gerade mal so ein bisschen hier. Ein bisschen flotter, ne? So ein Theater vielleicht schon mal. Wie wär's denn damit? Hey, Stimmung. Schule vielleicht. Wie wär's denn da oben? Hey, Stimmung. Wie wär's denn mit einer Künstlerkolonie? Hey, wie wär's denn damit mal? Flomp. Stimmung. Und ich brauche mehr Arbeitskräfte. Stimmung. Ach, wie wär's denn mit Gottheiten einfach hier mal? Wie wär's denn damit? Das ist total gut. Und ich knüppel das hier schon wieder alles voll wie sonst was. So. Machen wir gleich von allen erstmal, damit die zufrieden sind. Dass die nicht irgendwie in Unstimmigkeiten geraten. Was habe ich denn noch? Venus vielleicht. Ach, wie wär's denn damit? Flomp. Wunderbar verteilt. Jetzt brauche ich nur noch einen Wohner, die sich auch dafür interessieren. Aber die Qualität steigt. Ist schon mal gut.
Ach komm, mach mal so. Da darf auch nochmal gewohnt werden. So ein Brünnchen auch nochmal. Ja, ich lasse es erstmal bei diesen 2x6 Fältchen. Ob das schlau ist, ich weiß es nicht. Und das habe ich total toll platziert. Warte mal. So. Funktioniert. Hurra. Läuft. Was wollen sie? Nahrungsmittel von dem Markt. Ja, haben sie nicht. Weil nicht genug Arbeiter. Klappt das aber? Da sind 10. Okay, hier ist insgesamt noch zu wenig. Die sollten aber ja auch da hochkommen. Was fehlt denn nochmal? Das ist immer alles das Marktproblem gerade mal. Achso, warte mal. Entfernte Schlacht ist sowieso blöd. Aber interessant, wenn die von oben kommen, die Gegner. Ich hoffe mal, die kommen dann alle von oben. Das wäre natürlich praktisch. Also wäre praktisch von der ganzen Planung und sowas hier, ne? Wo man sich dann alles verstärkt und wo nicht. Von seiner ganzen... Von seiner Butze und Bude und von seiner ganzen Gegend hier. Ich hätte noch einen Weg zwischenlegen sollen. Guck mal, ein Barbier hin. Und da freuen sie sich und die kommen alle näher hier. So ein Arzt vielleicht auch nochmal dahin. Weil ist ja wichtig. Da auch nochmal. Ich hätte hier mein ganzes Krankenhaus hinschmeißen sollen. Machen wir da ein Krankenhaus hin. Flump. Hat schönerweise eine sehr ähnliche Optik zum Arzt. Von daher dadurch relativ schnell erkennbar. Eine Bibliothek wäre vielleicht nochmal sehr, sehr angenehm. Es wird jetzt gerade mal wirklich der Schnelldurchlauf von allem, was sie hier so haben könnten und wollten. Wie geht's den Göttern? Okay, geht's denen. Hier, Ceres ist gereizt. Das ist okay. Sind wir das nicht alle ein bisschen? Sind wir nicht alle sehr reizend? Perfekt, fantastisch. Ich habe ein bisschen Geld ausgegeben, das passt. Ich brauche Angestellte. Keine Lauerung angelagert, Feinde nähern sich der Stadt. Fantastisch. Bisher sehr erfolgreich. Hätte ich mal gesagt. Schön, wie ich die Nachrichten auch gar nicht mehr lese. Von wegen, ach guck mal, Götter unzufrieden. Ach ja. Ja, ja, sollen sie mal machen. Ja gut. Aber gut, dass die Gegner aus dem Norden kommen, ist eigentlich kein Wunder, ne? In der Form. Hier hinten ist auch noch offen, aber ansonsten ist der Norden doch sehr, sehr geschlossen. Hier könnte ich ja noch eine dicke Mauer machen. Da sind Wölfe. Das ist schlecht. Warte mal. Wie wär's, wenn ich... Ich frage mich gerade ein bisschen, ob die Wölfe von den Mauern abgehalten werden. Da sind sie alle. Das sind sie alle. Die Typen hier. Warte mal. So. Die rennen doch eindeutig direkt nach unten. Da fehlt die Animation. Boah, wie fies, wie fies. Ich mach da mal eine Mauer nach oben, glaube ich. Oder? Jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät, ne? Am Abend fand ein fantastisches Fest statt. Hier Unterhaltung wollen sie auch noch haben. Warum haben die nicht genug Unterhaltung? Ich finde das schon sehr ausgiebig hier. Ich finde die Unterhaltung ausgiebig genug. Ja, aber interessant, dass sie tatsächlich quasi, na was heißt, so vorgesehen sind. Die sind halt auch wieder da. Das heißt, es war nicht nur Zufall. Und hier geht es erstaunlich gut. Muss ich sagen, was ist bisher? Bisher, die sind schon erstaunlich aufgestiegen für die 3 Minuten, die ich das jetzt ganze spiele hier. Wenigstens hängen die jetzt nicht da unten fest, die Wölfe. Ich könnte hier jetzt eine Mauer durchbauen vielleicht. Das wäre vielleicht sehr sinnvoll. Warte, warte, warte. Wollen die gerade irgendwo hin oder wie ist das? Eine Mauer. So. Ich kann mit Wölfen umgehen. Entzückt über ihre Verehrung hat Mars einen Schutzgeist entsandt, der über die Stadt wachen soll. Das ist toll. Was soll ich mit dem Geist? Ich will Waffen. So. Schutzgeist. Kann der Schutzgeist bitte die Würfel zerklatschen? Ich hoffe mal, dass sie jetzt da auch, dass sie da nicht wegkommen. Das wäre mal durchaus schön. Dann bräuchte ich den ganzen Quatsch hier hin? Vielleicht auch nicht. 90% Kultur oder 90% Kulturwertung. Ja, natürlich. Das ist äußerst kulturell mit Wölfen und 20 Präfekturen. Das ist ein Traum.
sowas von träumerisch. Das ist fantastisch. Gärten, Schwumms. Haben sie eigene Gärten hier? Das passt. Was wollen sie denn haben hier? Badehaus. Wir wollen Badehaus. Wir wollen nass werden. Wenn ihr nass werden wollt, stellt euch in den Regen nach draußen. Das passt. Badehäuser. 500er Mark. Fantastisch. Badehaus, machen wir das dann. Ich brauche immer noch mehr Arbeitskräfte. So, ich glaube, die kann ich weghauen, oder? So schön die auch sind. Aber ich brauche die da gar nicht. So. Von dem Rekord kann ich mir auch nicht allzu viel kaufen jetzt. Ist jetzt nicht so wahnsinnig toll. Und hilfreich. Immer so eine Weizenfarm hier. Passt. Während Fläche zum Anbau habe ich hier halt wirklich eine ganze Menge eigentlich. Also im Moment sieht es nach einer Menge aus. Ich weiß nicht, ob das für 7000 Leute reicht. Das weiß ich nicht. Wobei bei den 2500 Leuten auf der letzten Map oder auf der letzten Karte waren das, glaube ich, 8 oder 9 von den Teilen. Die passen ja auf jeden Fall hin. Das sollte gehen. Wahrscheinlich muss ich hier zwischen aber. Na gut, hier kann ich Arbeiterviertel machen in dem Sinne. Dass das alles versorgt wird hier. Ich habe mir überlegt, ob man da vielleicht. Wie viel Platz man da braucht. Für Arbeiter, die da zwischendurch dann unterwegs sind. Entzückt über die Aufmerksamkeit, die ihre Stadt ihr schenkt. Stärke Ceres den Ertrag der heimbaren wachsenden Feldfrüchte. Meine Güte! Die sind alle höchst begeistert, obwohl es keine Feste gibt. Aber ich habe halt einen passenden Tempel da, ne? Und die brauchen Marktmaterialien. Schön, dass das alles zusammenpasst. Ich baue mal noch einen Markt hier. Der eine ist vielleicht ein bisschen wenig. Markt. Deinen. Ich könnte sogar hier unten noch irgendwo einen haben. Ich mache mal hier hinten einen. Machen wir das und hier oben vielleicht noch einen. So. Jetzt brauche ich nur mehr Mampf. So eine riesige Kette an Leuten hier. Ja, aber läuft deutlich besser. Schön. Finde ich gut. Entwickelt sich. Hat was. Hat bisher viel Positives. Nicht nur, aber sehr viel. Die haben doch jetzt ein Badehaus hier, oder nicht? Geschirr wollen sie haben. Okay, die haben bei der Stufe, deine Casa. Deine Casa. Haben sie tatsächlich mehrere Ansprüche. Und das kann ich mal hier unten machen eigentlich. Dass ich hier unten Produktion von Waren mache. Weil hier oben würde ich den Platz gerne für Landwirtschaft behalten. Hier unten kann ich gerne sowas wie Geschirr machen. Oder hier drinnen am besten. Das wäre ideal. Ein Lagerhaus vielleicht. Könnte helfen. Ob es da sinnvoll ist, ich habe keine Ahnung. Rohmaterial. Marmorsteinbruch könnte ich auch mal machen. Kann ich doch nicht machen. Wo kann der denn hin? Warte mal. Muss der ernsthaft auf die Insel da unten, oder was? Müssen die auf einer Insel sein, oder wie ist das? Was möchte so ein durchschnittlicher Marmorsteinbruch haben? Ich befürchte mal. Ich befürchte mal, die müssen auf der Insel sein. Das ist schön, dass sie da festhängen. Ich hab kein Lehm. Oh, nö, ne? Ich kann kein Lehm basteln. Das ist schlecht. Das hier ist auch nichts, woran ich handeln kann. Warte mal. Kann ich hier handeln? Ich hab doch keine Flüsse, an denen ich handeln kann. Warte mal. Warte mal. Ist das oben? Warte mal, kann ich da oben handeln? Ist das... Hier ist auch kein Treibholz, ne? Das ist kein fließender Fluss. Kann ich hier oben handeln, wenn das offen ist? Das ist ewig weit weg. Also richtig weit weg. Das werde ich beim nächsten Mal herausfinden. Danke fürs Zuschauen bei CSR3. Das wird nochmal schön. Dankeschön und bis dahin.